Mauri ist eine interessante Person. Er ist ein sehr leidenschaftlicher Trainer. Er hat unheimliches Fußballwissen, wo wir als sein Management auch sehr viel profitieren können, immer wieder. Wir können viel von ihm lernen, wie man Fußball, wie man Spieler beobachten tut, wie man Spiel analysieren muss. Er ist jemand, der sich tagtäglich auseinandersetzen tut mit dieser Materie. Er bildet sich jeden Tag weiter. Er ist für mich auch eine sehr spannende Person und ein sehr spannender Trainer. Allora, io personalmente posso parlare solo bene, è uno un perfezionista e a me mi ha dato tanto perché comunque mi ha dato fiducia, mi ha fatto crescere tatticamente, tecnicamente, i movimenti da fare e posso solo parlare bene di lui. Ja, unter Mauri habe ich sicher am meisten profitiert, wie man sich eigentlich auf Gegner und aufs Spiel vorbereitet. Das ist unglaublich, wie hart er da schafft und arbeitet, zum Gegner auseinandernehmen und zum dem Spieler mit auf den Weg geben, was es braucht, um das Spiel zu gewinnen. Darum, ich denke, das hat mich am meisten imponiert und ich denke, das ist auch mit Abstand seine grösste Stärke, Gegner analysieren und die eigene Mannschaft so darauf einstellen, dass das gegen den Gegner bestehen könnte. Mentalität für mich, ich glaube, die Mentalität von Mauricio Kovács ist sehr stark und auch er kennt Fußball, das habe ich schon gesagt und ich glaube, das ist wichtig in einem Trainer, dass er Fußball kennt und wo er arbeitet, wie man kann arbeiten, das ist wichtig. Mauri è un allenatore molto preparato, anche su tutti gli aspetti, penso fisico e tattico. A me mi ha indirizzato molto sulla grinta e anche nella fase difensiva mi ha aiutato molto. Er hat das Fachwissen, er hat auch die Persönlichkeit, er ist ein mutiger Trainer und es entspricht auch seiner Art und Weise, wie er Fußball sieht, auch dem heutigen Fußball. Er ist jemand, der gerne die Initiativen übernimmt. Fußball auch, wie man das zum Beispiel mit Sion vergleichen tut, wo er den FC Sion übernommen hat, in einer ganz schwierigen Situation mit -8. Punkt auf der zweitletzten und wie souverän also die Mannschaft nachher zum Ligaerhalt geführt hat, er hat alles gezeigt, was er drauf hat. Er war mutig gewesen, sie haben unglaublich offensiv gespielt und die schwierigen Entscheidungen ist er immer präsent gewesen und hat sich nie versteckt und seine Mannschaft hat unglaublich viel offensiver Fußball gezeigt, trotz der schwierigen Situation und genau da hat man auszeichnet. Und er war fähig gewesen, zum eine Mannschaft von, also er hat eine grosse Kompetenz, kann Spieler formen und
und er hat immer einen Plan. Er schaut auch immer, er ist kein verhaltener Trainer, er ist jemand, der Initiativen ergreift. Ich kann sicher aus einer 23-jährigen Erfahrung zurückgreifen. Ich habe den Trainerjob von der Drittliga ausgelehrt. Ich habe Drittliga, Zweitliga, Erstliga, aus der Challenge League bis in die Super League habe ich alle Kategorien gemacht. Ich bin sicher noch sehr wissbegierig. Ich will immer weiter an mir arbeiten. Ich bin noch sehr erfolgshungrig und kann sicher den Teams noch enorm viel bringen. Und den Clubs, die natürlich einen Trainer suchen, wo sie zu einem Erfolg wieder zurückführen kann. Ob das jetzt eine Mannschaft ist, die in Schwierigkeiten ist, oder eine Mannschaft ist, die einen Aufstieg erreichen will. Ich meine, mein Curriculum sagt ja auch schon viel über meine Person. Aber Fußball ist eigentlich auch mein Leben. Und ich möchte dem noch lange erhalten bleiben. Und das sind wichtige Aspekte, die für einen Trainer sehr wichtig sind, der Hunger, den ein Trainer noch muss haben, damit er den Hunger auch der Mannschaft kommt, um ihn übergeben. Maurizio Jacobacci nach über einem Jahr zurück in der Super League. Zeit hat er nicht allzu viele, um Dinge zu verändern. Richten sollen es die sanften Umstellungen in der Mannschaft. Er nimmt 4 Wechsel vor und stellt wiederum auf eine Viererkette. Führt Lugano wieder auf die Erfolgsstraße zurück. Big old chains, ride around town in a big
old range. I knew it when I rocked big old chains. Not a little nigga doing big old things. Would you look at that? I came back for it. Just to get to you, like you asked for it. Man, that thing in them jeans too fat for it. Rebound, so I caught off the backboard. I told her, baby girl, come here. Mom run the town even when I ain't from there. And I brag hardly, but just to show up at this party I made with your nigga making one. Yeah, that's unfair, but so is life. Take a chance, roll the dice. Money can't buy your love, cause it's overpriced. Don't overthink, just hope it's right. I'm only here.